Heute hat Toni Kroos den Rücktritt erklärt aus der Nationalmannschaft nach 106 Länderspielen. Der nach Titeln erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Nachvollziehbar? Oder hättest du gesagt, Mensch, du bist ein Großer, zieh noch durch bis zur WM? Ja, das ist ja das Gefährliche, weil die WM ja im nächsten Jahr ist und bereits. Normalerweise hätte man diesen Zwei-Jahres-Zyklus dazwischen. Durch die Pandemie haben wir es natürlich nicht. Und hätte man da gedacht, ja, vielleicht macht er noch ein Jahr weiter. Es ist eine persönliche Entscheidung, die du als Spieler, finde ich, auch treffen musst. Wenn du das Gefühl hast, du kannst vielleicht der Mannschaft oder der Einheit nicht mehr alles oder mehr geben. Oder hast auch selber das Gefühl, ich spiele Champions League, ich spiele immer in der Topspitze und nochmal Nationalmannschaft, vielleicht auch in die Familie zu denken, auch dann irgendwann und zu sagen, okay, lass mal jetzt die Jüngeren ran. Ja. Wir haben ja auch junge Burschen, die vielleicht auch ihm folgen können dann auch. Ja. Ist es einfach nur zu respektieren. Ja. Und er hat Großes für den deutschen Fußball auch geleistet, war immer ein ganz wichtiger Spieler, der sich auch nie vor der Verantwortung gedrückt hat. Ja, er ist Vater von 3 Kindern. Ja. Er hat mit Real auch nicht die perfekte Saison gehabt. Er denkt wohl, dass er dem Körper auch mal eine Pause gönnen muss. Das hat er seit einem guten Jahrzehnt nicht gehabt durch die Nationalmannschaft. Das muss man auch sehen, weil ich meine, die nächste Weltmeisterschaft ist ja im November, wie wir wissen. Ne? Also wenn du jetzt Nationalspieler bist, du spielst Champions League mit Real Madrid immer, du spielst vorne um die Spitze, du hast Pokalwettbewerb. Es wird sehr, sehr anstrengend werden. Das vergessen viele, dass nächstes Jahr die Saison abgeschlossen sein wird und gefühlt eineinhalb Monate beginnst du bereits mit der neuen Saison, spielst eine komplette Vorrunde, Europapokalrunde, Nationalmannschaft und dann kommst du direkt im November bereits, hast du wieder ein Turnier. Also es wird für diese Spieler wird es sehr, sehr anspruchsvoll werden und gerade Spieler, die auch schon im gesetzteren Alter sind, die machen sich dann schon Gedanken, macht es überhaupt noch Sinn? Ja. Und das ist wohl auch richtig so. Alle Spiele der UEFA Euro 2020 nur bei Magenta TV.